Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Vor einiger Zeit hatten wir schon zwei Videos zum Thema Rehabilitation beim Patellaspitzensyndrom. Und wenn du die noch nicht kennst, dann schau dir die einfach vorher an, wenn du vielleicht ganz am Anfang deiner Reha in diesem Bereich stehst oder du hast dieses Syndrom auch Springerknie genannt. Da fangen wir quasi ganz, ganz kleinschrittig an, wie du Übungen machen kannst. Wenn du vielleicht genau das Training schon ein bisschen gemacht hast und jetzt genau auf dieses Video gewartet hast, dann kannst du natürlich hiermit weitermachen. Du kannst auch einfach mal schauen, ob deine Knie quasi diese Übungen, wie wir sie heute machen, schon verträgt. Denn beim Patellaspitzensyndrom ist es einfach eine enorme Belastung für die Sehnen, die dann teilweise auch in der Entwicklung dieses Syndroms ein bisschen überfordert waren mit der Belastung, die du den Sehnen vorher zugemutet hast. Das liegt auch daran, dass sich Sehnen eben sehr, sehr langsam nur anpassen, viel langsamer als Muskeln. Und deswegen hinken die Sehnen bei einem Trainingsprogramm oftmals so ein bisschen hinterher. Und das Reha-Programm besteht dann eigentlich darin, dass man versucht, die Belastungsfähigkeit ganz, ganz kleinschrittig zu steigern, ohne aber zu einer Überforderung und ohne eben auch zu stärkeren Schmerzen wieder zurückzufallen. Und der Klassiker, habe ich im ersten Video schon gesagt, wären da eigentlich sogenannte exzentrische Übungen. Die machen wir hier jetzt aber nicht, sondern in der Studie, aus der dieses Programm ist, wo das ganz gut funktioniert hat, hat mal geschaut, ob denn auch progressive konzentrische Übungen funktionieren könnten. Und wir hatten am Anfang so etwas gemacht wie Wandsitzen, beziehungsweise wenn du ein Studio hast, dann könntest du auch isometrisch an der Beinpresse arbeiten. Bei Teil 2 nach ein paar Wochen des Trainings und wenn der Schmerz während der Übungen auf einer Skala von 0 bis 10 maximal bei einer 5 gewesen ist, dann ist man weitergegangen und hat quasi Ausfallschritte gemacht mit Zusatzgewicht zum Beispiel. Und wenn das wiederum gut toleriert wird, dann kann man das machen, was wir heute machen. Ich kann das nicht unbedingt perfekt zeigen, weil meine Fußgelenke ja von Geburt an sehr, sehr steif sind. Es geht nämlich jetzt um sogenannte Squat Jumps. Das heißt, wir haben eine sogenannte plyometrische Belastung. Wir haben einen Sprung dann nach oben und da müssen wir uns natürlich, wenn wir runterkommen, wieder abfangen. Und das geht unter anderem auch auf die Sehnen. Und in diesem Trainingsprogramm fängt man jetzt an, vielleicht mit 3 Sätzen a 10 Wiederholungen. Und ich möchte die Übung einfach nur einmal kurz zeigen, wie sie funktioniert. Vielleicht machen wir ein paar Wiederholungen, aber den Rest kannst du dann durchaus selber zu Hause machen. Und zwar gibt es eben verschiedene Arten von Sprüngen. Es gibt den Counter-Movement-Jump, es gibt den Drop-Jump, wo man runterspringt und es gibt den sogenannten Squat-Jump. Und die sind alle recht ähnlich, aber doch von der Kraftkurve, wie man das nennen würde, ein bisschen unterschiedlich. Und der Squat-Jump funktioniert eben jetzt so. Beim sogenannten Counter-Movement-Jump, den wir jetzt nicht machen, aber den ich trotzdem einmal zur Gegenüberstellung zeigen möchte, damit du das eben genau nicht machst, nicht weil es schlimm ist oder so, sondern einfach weil es in dieser Studie jetzt nicht verwendet wurde. Beim sogenannten Counter-Movement-Jump gehst du quasi runter und springst dann direkt wieder hoch. Also du hast so eine leichte Schwungbewegung. Es ist auch so, dass wenn du hier die Muskeln in die Dehnung quasi bringst, dann haben wir den sogenannten Dehnungsverkürzungszyklus und deswegen ist die Leistungsfähigkeit, die Performance quasi ein Ticken besser beim sogenannten Counter-Movement-Jump, also runter und wieder hoch. Und beim sogenannten Squat-Jump bleibt man einen kleinen Moment unten. Also man geht runter, hält das und dann springt man quasi hoch. Und davon können wir jetzt einfach mal 10 Wiederholungen machen. Du kannst gerne einfach mal mitmachen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und 10. Und das würde man jetzt eben dreimal hintereinander machen mit 1 bis 2 Minuten Pause dazwischen. Und wenn man dann ein bisschen geübter ist, dann könnte man auch versuchen, Richtung einbeinige Squat-Jumps zu gehen. Bei den einbeinigen Squat-Jumps mache ich dann aber nicht mehr 10 Wiederholungen, sondern vielleicht nur noch
6. Und das kann ich auch noch mal kurz demonstrieren, obwohl das, wie gesagt, einfach nicht so flüssig und sauber aussieht bei mir. Wenn du dann runtergehst, ne, ist schon eine schwere Sache, wenn du runtergehst und dann wieder hochgehst. Machen wir nochmal. Runterhalten und hoch. Und das belastet jetzt eben die Sehnen, die unter anderem auch für diese Beschwerden beim Patellaspitzensyndrom verantwortlich sind. Und was man jetzt auch noch machen kann, sind sogenannte Boxjumps. Das können wir jetzt hier nicht machen, weil wir keine Box haben, aber dann würdest du quasi eine Box hier hinstellen auf einer Höhe, wo du quasi dann zack draufspringen kannst, tippst kurz an und dann geht's wieder runter. Und das geht dann eben auch durchaus einbeinig, je nachdem auch 3x10 sozusagen. Und wo man dann eigentlich auch schon in der Phase ist in dieser Studie, das machen wir jetzt hier auch nicht, weil das ein bisschen sinnlos ist, wenn man das jetzt hier zeigt. Aber was man machen kann, wenn du zum Beispiel ein Spielsportler wärst, dann könntest du dir so Hütchen aufstellen und dann könntest du diese Hütchen relativ schnell umkreisen, was man auch so ein bisschen aus dem klassischen Mannschaftssportartentraining kennt. Also dass man dann dahin geht und dann so eine enge Kurve macht und dann wieder zum nächsten und dann geht man eben immer so ein bisschen vor und zurück. Man nennt das Cutting Movements oder Cutting Manövers, also so ein bisschen dieses, was so eine Mannschaftssportart durchaus ausmacht, wie Handball oder Basketball oder Fußball, wo man einfach diese schnellen Wechsel hat, was natürlich auch wieder auf diesen Bereich geht und was das so ein bisschen trainieren soll. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, schreib in die Kommentare, wie du mit den Übungen so zurechtgekommen bist. In der Studie selber gab es tatsächlich dann auch noch Stufe 4, aber Stufe 4 ist dann einfach die langsame Rückkehr in das sportartspezifische Training. Wenn du kein Sportler bist oder keinen Sport machst, dann fällt das natürlich weg. Aber wenn du einen machst, dann könntest du eben dann langsam wieder versuchen, in dein normales Training, Mannschaftstraining oder Einzeltraining quasi wieder überzugehen. Von daher viel Erfolg bei der Rehabilitation und dann sehen wir uns beim nächsten Mal einfach wieder.